Hallo und herzlich willkommen zum achten Let's Play von Re-Alistair, kamiasblog.de. Ich bin Kamikarin und das ist Alistair! ja, und wir sind von Kamias Blog und wir wollen euch Nenn mich heute Alistair! ja, wir sind was? Ach, ist das schön, dich aus der Fassung zu bringen. Ja, wir wollen heute das zusammen mit euch den achten Teil. Ist das schon der achte Teil? Ja, ne? Ja. Spielen. Wir haben jetzt quasi einmal alle durchgedatet und ja, sind auch schon voll intelligent geworden und so. Ja, aber unser sozialer Ruf bröckelt. Das heißt, wir müssen unbedingt jetzt Naja. Derek. Hallo, da steht nur eine 11, ja. Das Und geht wir gar haben nicht. für einen ganzen Nachmittag helfen, also ich schätze mal so 3, 4 Stunden, $20 bekommen. Das ist mehr, als sie bei dem anderen den kriegen würde, ja. Was Boom, ja. macht man bitte mit dem Geld? Wahrscheinlich im Einkaufszentrum Reizwäsche kaufen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt wahrscheinlich den üblichen Spruch. Ah, nee. Als ich zu meinem Klassenzimmer gehe, treffe ich auf Travis, der aus dem Computerraum kommt. Guten Morgen, Rui. Wie geht es dir? Haha, ein bisschen müde. Ich glaube, ich bin gestern Nacht zu lang wach gewesen. Dein Lieblingsspiel gespielt? Zweifellos? Scheint es wirklich so, als wäre das alles, was ich tue? Wir haben doch Hm. gelernt, Mann. Wer weiß. Weißt du, wenn du das Spiel so sehr magst, versuchst du vielleicht mal Diamond Moon. Ist das nicht diese total beliebte Serie aus Japan? Ist es. Sie haben gerade vor ein paar Monaten den neuesten Teil veröffentlicht. Es ist so ähnlich wie dein Spiel, nur mit Handlung. Wenn du interessiert bist, solltest du es mal ausprobieren. Danke für den Vorschlag. Und jetzt Gern kannst du mich mal geschehen. kreuzweise. Gern geschehen. Guck mal, er lächelt uns an, das ist ja eklig. Schau in seine Augen. Ich verabschiede mich von Travis und gehe zu meinem Unterricht, bevor die Glocke klingelt und langweile mich jetzt wieder im Unterricht. Wetten? Oh, schon Nachmittag. Wir dürfen uns gar nicht langweilen. Wir Fuck. durften auch nichts in der Pause machen. Ja, wir What? hatten einfach keine Pause. Okay, jetzt ist die Schule schon voll zu Ende. Okay, gut. Haben wir ein Event ausgelöst. Ja, warten wir mal mit unserem Nachmittag. Wir wollten ja Naja. eigentlich mal wieder unseren Freund sehen, oder? Ja, los, komm. Sehen wir unseren Freund. In Ordnung, Zeit zum Shoppen gehen. Boundaries Books hat allerlei Zeug von angesagter Literatur bis hin zu Lernhilfen. Wenn ich Bücher kaufe, könnte mir das beim Lernen helfen oder mich auf den neuesten halten, was gerade in ist. The Divide hat eine Menge verschiedener Kleidungsstile. Jeder hat einen anderen Geschmack, also wird das, was ich kaufe, wahrscheinlich bei einer Person mehr Eindruck machen als bei einer anderen. Gamego ist meine einzige Anlaufstelle für Ich glaube, Computerspiele. es heißt Game Go. Gamego. Game Go, Gamego. Weißt du, wie GameStop? Ja, Stop with Go. wahrscheinlich. Gamego. Oder meine Lieblingshandheld-Konsole, die DSP oder die SPD. Es ist eine gute Idee, auf dem neuesten mit den aktuellen Spielen zu bleiben. Du kannst auch in Lumpen rumlaufen. Nein, in dem blauen Abfallsack. Ah, okay. Also, dann machen wir uns mal schick. Derek, oder? Ja, Reizwäsche! Ich mache einen Halt am Bekleidungsgeschäft. Einige dieser Klamotten sind wirklich Kawaii. Wir können tatsächlich da jetzt unser Geld ausgeben. Ist ja episch. Er wollte doch Ja. ein bisschen was mit mir. Du bist das nicht krank? Wir nehmen das Geld, was uns Travis gibt. Um uns mit Derek aufzutakeln. Ja, los, kaufen wir das kräftige Kleid da. Das da. Abendkleid, ein sexy einteiliges Kleid, perfekt für romantische Dates. Es kostet $65. Ja, dann kaufen wir das doch mal. Fertig. Soll ich es kaufen? Ja. Ausverkauft. Ausverkauft. Ich gehe zu. Oh, guck mal, wir können in die anderen auch noch mal reingucken. Boundaries Books.
Ich wollte gerade sagen, die haben gar nichts. Was sind denn das für Bücher? Wird nicht angezeigt. Notizbuch? Doch. Gut, um sich Notizen im Unterricht zu machen. Kostet 12. Nein. Immerhin noch 5. Geschichte von Griechenland. Nein. Planet Oz, das erste Buch in einer beliebten Serie über einen Jungen, der entdeckt, dass er ein Alien ist und auf ein Alien-Internat geht. What the fuck? Nein. Das Rippenwelt-Online-Lösungsbuch. Nein. Oh, ein Tagebuch. Ja, und sich an Namen zu erinnern, die man vergessen hat. Ey, hör auf mit der Maus zu spielen. Enzyklopädie, ein dickes Buch mit Informationen über alles. Es ist schwer. Ja, für dumme Leute, ne? Klassische Literatur. Und was ist das letzte? Ein Kochbuch. Ich fürchte, wir werden das alles noch brauchen. Oder? Ja, nicht, vielleicht nicht alles, aber... Mal gucken. Oh Gott, davon gibt's auch so viele. Imperialon, ein Ego-Shooter. Movie Maniac, ein Ratespiel. Diamond Moon, Final Phase, der letzte Teil einer beliebten RPG-Serie. Es kostet 50. Ja, dann wissen wir schon, was wir uns als nächstes kaufen, ne? Die Other Saga, ein Spiel, in dem man ein Haus baut und Freunde in einer Fantasiewelt trifft. Das schenken wir Shiro. Monochrom Diet. Ein Horrorspiel, in dem man Geister jagt. Wirklich gruselig. Demon of Edo. Ein Spin-off-Spiel, das auf einer Trivial-Roman-Serie mit dem gleichen Namen basiert. Walk This Way. Ein teuflisches, schweres Rätselspiel mit über 100 Levels. Rock Festival. Ein sehr beliebtes Buch, in dem man eine Band gründet und mit seinen Freunden abrockt. Das klingt irgendwie gut, ja. Okay, gehen wir mal nach Hause, ne? Zeit nach Hause zu gehen. Du bist wieder dran. Klicke die Klick. Es ist Abend, klicke die Klick. Ja, dann überprüfen wir mal unsere E-Mails. Jo, keine neuen. Nix. Wir haben ja jemanden getroffen. Freunde. Ja, wollen wir jetzt irgendwie im Netz surfen? Ja, ne? Ja. Mal wieder dran. Zeit im Netz zu surfen. Oh, diese Videos sind ziemlich lustig. Und du bist Backer. Zeit für einen neuen Tag und wir gucken uns unsere Stats an. Guck mal, Internetruf 18. Ah, ja, halt mal so schnell kann man irgendwie einen Teil auch durchspielen, ne? Mhm. Joa, ja, irgendwie nichts Spannendes passiert, außer dass wir ein sexy Abendkleid gekauft haben. Oh ja, und damit werden wir einen der drei Jungs mit Sicherheit verführen. Und zur Not können wir es immer noch anzünden. Und wir haben Travis getroffen. Ja, und der war übrigens nett. Ich hab Angst. Ja, der hat so große Angst. Unsere Überraschung. Du hast ihn jetzt angefixt, deswegen. Ja, und jetzt haben wir auch noch ein Abendkleid gekauft. Das geht mal gar nicht. Nee, das geht überhaupt nicht. Naja, wie dem auch sei, wir sehen uns schon beim 9. Teil des Spiels wieder. Besucht uns doch mal auf unserem Blog, schreibt ein paar Kommentare oder lasst es sein. Und ja, wir sehen uns dann bei Teil 9. Tschüss, tschüss. Bis dann.